Und dann geht es darum, was finden wir für einen Modus, um eine fairere Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu haben. Und es kann nun auf keinen Fall sein, dass jeder sich aussuchen kann, was er gerne machen möchte. Und da müssen noch viele weitere Gespräche geführt werden. Und insofern sind wir da längst nicht am Ende.